¡La acaba de matar! Videos vom Mord an einer Prostituierten in Mexiko-Stadt. ¡Todavía está viva! Paola Buenrostro, ermordet auf der Arbeit von einem Freier. No es una mujer, es un joto, maricón. Y aquí en el ámbito sexual, desgraciadamente, no estamos protegidas. Paola war eine Transfrau, aber so gut wie alle Sexarbeiterinnen in Mexiko sind ihren Kunden schutzlos ausgeliefert. Ich bin hier, um zu verstehen, was es bedeutet, als Prostituierte hier zu arbeiten. Ich besuche eine weltweit einzigartige Einrichtung, ein Altersheim für ehemalige Sexarbeiterinnen, die in die Jahre gekommen sind. Yo fui golpeada, ultrajada, maltratada, todo. Y muchas de ellas, las familias las segregan, las rechazan y están solas. Mina kommt aus Deutschland, macht hier ihr Freiwilligenjahr. Ihr vertrauen sich die Frauen an. Ja, ich weiß nicht wieso, aber mit mir haben sie sehr gerne über ihre Vergewaltigung geredet. Außerdem spreche ich mit Transfrauen, die gerade dabei sind, einen Weg aus der Prostitution zu finden. Me encantaría tener estabilidad emocional y económica. Wie blickt man auf ein Leben als Sexarbeiterin auf Mexikos Straßen zurück? Was passiert, wenn sie nicht mehr arbeiten? Prostitution gibt es weltweit, doch diese Frage wird selten gestellt. Ich bin in Mexiko-Stadt, 22 Millionen Einwohner, davon laut offiziellen Zahlen 7000 Prostituierte. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das ist natürlich, glaube ich, schwer zu erfassen. Aber das ist die offizielle Regierungszahl. Andere Schätzungen gehen von Hunderttausenden Frauen aus, die im ganzen Land als Sexarbeiterinnen und Prostituierte arbeiten. In einem lebensgefährlichen Job, ihren Freiern schutzlos ausgeliefert. Auch die sexuelle Ausbeutung von Kindern ist in Mexiko ein Riesenproblem. Was passiert eigentlich mit Frauen, die als Prostituierte tätig waren, wenn sie älter werden? In Deutschland gibt es theoretisch Kranken-, Arbeitslosen- und auch Rentenversicherung für Prostituierte, auch wenn nur ein Bruchteil sich dafür im System anmeldet. In Mexiko gibt es keine soziale Absicherung für Frauen im Rotlichtmilieu. Deshalb hat sich hier ein weltweit einzigartiges Projekt gegründet, das Casa Xochiquetzal. Hier wohnt ein Dutzend Frauen, die früher als Prostituierte gearbeitet haben und jetzt eine Zuflucht brauchen. In Mexiko leben über 70% aller Frauen in Armut. Frauen aus dem Sexbusiness trifft es im Alter besonders hart. Gerade dann, wenn sie am meisten Unterstützung brauchen. Das Altenheim ist ruhig, wirkt heute fast wie eine Ruheoase mitten im Zentrum der Millionenmetropole Mexico City. Mittendrin sitzt Norma. Sie wartet auf das Frühstück. Norma ist heute extra früh aufgestanden, um mich reinzulassen. ¿Cómo estás hoy? Bien, más con dolor de cintura, pero bien. Hier im Altenheim bekommen die Frauen Essen, ärztliche Versorgung und vor allem einen sicheren Ort, an dem sie leben können. ¿Y cuántos años trabajaste tú en ese trabajo? Desde los 16 años hasta los 55. Casi 40 años. Casi 40 años estuve trabajando. Porque muy chiquilla me empecé yo a frecuentar las zonas de tolerancia. O sea, las cantinas. Pues aunque metía de un trabajo y de otro, y nunca dejé la prostitución, sino hasta los 55 años. Norma ist heute 70 Jahre alt. Sie ist mit 14 Jahren alleine von zu Hause weg, in die USA geflüchtet mit einem Mann, in den sie sich verliebt hatte. Mit 15 kam sie wieder zurück nach Mexiko, aber ihre Mutter wollte sie nicht mehr. Mi mamá me rechazó, me dio tristeza y dije, ay, me voy a tomar una cantina. Y sabía de ese bar, y ahí fue cuando empecé yo a conocer la prostitución. Las muchachas bonitas que estaban ahí sentadas en la banca, bien pintadas con sus cigarros y todo. Mit 17 wird sie schwanger, bekommt eine Tochter und arbeitet von da an für ihr Kind und um ihr Leben mit ihrer neuen Liebe zu finanzieren, einer Frau namens Erika. Por eso empecé la prostitución y por eso me empecé a meter con los señores por sacar dinero para darle a Erika, porque yo la quería. Das ist der Beginn von Normas Geschichte. Was die Frauen in den Jahren als Sexdienstleisterin durchmachen, was auf sie zukommt, wenn sie alt werden, erklärt mir die Leiterin des Hauses, Jessica Vargas. Cuando tú eres bonita, estás joven, pues todo mundo
tienes todos los reflectores. Pues obviamente es cuando más clientes tenían, porque tenían pues todo firme, ¿no? El cuerpo, tenían la tez, la juventud, y entonces tenían mucho trabajo. Pero conforme esto se va pasando, conforme esto se va terminando, pues obviamente también los clientes se van acabando. Y justo también para captar a clientes tienen que reducir sus costos, entonces cobran menos, lo que quiere decir que tienen menos recursos. Y muchas de ellas, las familias las segregan, las rechazan y están solas. Entonces es una población bastante estigmatizada, discriminada y justo olvidada. ¡Desayuno! Im Haus hier wohnen im Moment 12 Frauen. An Nachfrage mangelt es nicht, nur an Plätzen. Das Altersheim bekommt keine regelmäßige Förderung, bestreitet den Unterhalt, das Essen, die ärztliche Versorgung ausschließlich durch einzelne Spenden. Größere Institutionen oder gar Regierungsbehörden wollen nichts geben. Die tausenden Prostituierten in Mexiko-Stadt haben zwar selten ein Problem, Kunden zu finden, aber die Gesellschaft schaut auf sie herab. Das Business gilt als anrüchig. Al tratar el tema del trabajo sexual, pues sí nos cierra muchísimo las puertas para recibir donativos. Pero los más sí nos comienzan a decir que por qué se dedicaron a eso, que solo era abrir las piernas, que ellas lo decidieron, que ellas eligieron tener esa vida, terminar así. Y no es así. Die Sexarbeit auf Mexikos Straßen verspricht schnelles Geld, wenn man es dringend braucht. Während der Covid-Pandemie gab es Berichte über eine regelrechte Schwemme an Prostituierten, die an der Straße auf Kunden warten. In bestimmten Zonen ist die Prostitution erlaubt, Zuhälterei aber genau wie in Deutschland verboten. Die Rente ist für Mexikos Straßensexarbeiterinnen Privatsache, aber kaum eine schafft es, sich etwas für später zurückzulegen. Bei vielen Mexikanern bringt die Familie die Alten durch die Zeit. Doch wer als Prostituierte arbeitet, kann meistens auf das soziale Netz nicht mehr zählen. Historias sumamente tristes, de rechazo, de discriminación. Un caso que siempre cuento es el caso de Consuelito. Consuelito war bis ins hohe Alter anschaffen gegangen, hat es aber vor ihrer Familie verheimlicht. En una ocasión uno de sus hijos la vio salir del hotel. El punto es que cuando llegó a su casa, ya la estaban esperando todos los hijos y la familia que vivía con ella. Entonces lo que hicieron fue golpearla, le cortaron el pelo, la dejaron pues creo que como a mí así. Como pudo, golpeada, llena de sangre, como pudo, regresó aquí a las calles y las compañeras la trajeron aquí a la casa. Ein Jahr später ist Consuelito hier im Haus gestorben. Eine andere Frau, Canela, ist auch hier gestorben, erst vor ein paar Wochen. Sie war so etwas wie die Grande Dame des Hauses und eine besondere Bezugsperson für die 20-jährige Mina. Sie war schon sehr alt und leider auch sehr krank. Und ich habe eine sehr, sehr innere Bindung zu ihr aufgebaut gehabt, weil ich sie jeden Tag gepflegt habe auch. Also das war eine meiner Aktivitäten hier. Sie hat hier halt ihre größte Unterstützung bekommen, weil sie selbst keine Familie hatte. Also sie hatte wohl ein Kind, aber das, so wie hier es oft passiert, sind die Kinder halt sehr gegen die Art Arbeit, die ihre Mütter machen. Und das hier wurde dann ihre Familie sozusagen. Aber ja, sehr, sehr wichtige Person hier. Wie alt ist sie geworden? Das kann ich dir sogar gar nicht richtig sagen. Dadurch, dass auch hier die Geburtsdaten oft falsch sind oder sie sich selbst nicht an ihren Geburtsjahr erinnern können, können wir das auch nicht richtig mit Garantie sagen. Ich glaube irgendwas 70 irgendwas. Mina kommt aus Deutschland, aus Frankfurt und arbeitet hier seit einem Jahr als Freiwillige im Rahmen des Programms Weltwärts, das vom deutschen Wirtschaftsministerium gefördert wird. Eine Freiwillige macht so viel Unterschied aus hier. Also es ist halt wirklich ein Job, den brauchen die. Sie brauchen jemanden, den sie nicht bezahlen müssen, weil es nicht genug Geld gibt halt leider und zu viele Aufgaben. Und dazu gehört halt sowas hier zum Beispiel, was zwar ein bisschen langweilig manchmal klingt, aber man kommt sehr gut in Unterhaltung mit den Frauen, ehrlich gesagt. Mich hat es hierher gebracht, weil ich Frauen unterstützen möchte und irgendwie auch ein ganz anderes Land halt zu entdecken und wie es dort auch für Frauen ist, weil es ist eine ganz andere Welt als in Deutschland. Man kann es absolut nicht vergleichen. Carmela, 81 Jahre alt, will mich mit auf ihr Zimmer nehmen. Sie wohnt schon seit über 5 Jahren hier im Obergeschoss. Sie hat einen Sohn, zu dem sie eigentlich ein gutes Verhältnis hat, erzählt sie. Trotzdem ist sie hier gelandet. Warum, will sie mir nicht so recht sagen. Sie ist froh, dass sie von ihrem Zimmer aus einen guten Blick auf das Leben auf der Straße hat.
¿Qué pasa? Que esa puerta ya no sirve. Y me dice, te voy a cambiar de cuarto. Le digo, no, le digo, déjame yo, acá voy a poner un plástico porque aquí se está viendo muy, muy mal todo esto. Im Moment dürfen die Frauen nicht raus. Es gibt eine Ausgangssperre. Der Grund? Einige haben bei ihren Spaziergängen über die Stränge geschlagen. Sie haben zu viel Tacos und Ungesundes gegessen. Und wie das bei älteren Menschen so ist, sie sind anfällig, haben teilweise Diabetes und Blutdruckprobleme. Und jeder Arztbesuch kostet das Heim viel Geld, was sie nicht haben. Also vorerst keine Spaziergänge mehr. Porque dice Jessie, bueno, dice Jessie, claro. Al lugar de que vayamos a dar la vuelta, vamos a comer. Y yo no. Yo salgo porque luego aquí me aburro. Me siento encerrada. ¿Me puedo sentar? Die Ausgangssperre ist eine Übergangsregel, bis eine neue Lösung gefunden wird. Sí. ¿Te sientes relajada? Norma war vor ein paar Wochen sogar noch im Krankenhaus deswegen. Para ti está muy bien. Carmela leidet unter dem Hausarrest. Mit einer kleinen Dankbarkeitsübung rettet sie sich aus der schlechten Stimmung. Sí, aquí estoy, sí. Sí, pero ya te digo, me siento bien contenta. Tengo un techo, tengo una cama. Cada mes vienen los doctores aquí a vernos, nos checan de todo a todo. Grundlegende Bedürfnisse werden hier im Heim gestillt, um die die Frauen früher auf der Straße täglich kämpfen mussten. Deshalb bleiben sie freiwillig hier. Aber als ich mit Carmela über ihre Vergangenheit als Sexarbeiterin reden will, ist das Gespräch schnell beendet. Pero tú nunca trabajaste en esto? Pues, ¿para qué te diré? Es que no puedo hablar, porque la verdad. Tengo nietos en Cancún ya jóvenes. Y me da pena, la verdad. Todavía me queda dignidad de mujer, todavía me da pena. Y eso que ya estoy grande. No, ya no, eso ya es lo pasado, para mí es pasado. Ya no, ahorita estoy viviendo lo presente. In der kurzen Zeit, in der ich hier bin, haben nicht alle Frauen Lust, mir gleich ihre Lebensgeschichte vor die Füße zu knallen. Ich frage mich, inwiefern die Vergangenheit als Prostituierte hier überhaupt eine Rolle im Alltag spielt. En la casa la convivencia es muy complicada, porque imagínate que allá afuera las mujeres pues eran muy territoriales, ¿no? Tenían que acaparar y para justamente para captar al cliente y tener de esa forma más recursos. Entonces estaban acostumbradas a sobrevivir de esa manera y pelearse entre ellas. Entonces eso influye mucho en que como dicen, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Porque empiezan a verse entre ellas como lo hacían allá afuera, cuáles son sus puntos débiles. Y entonces, pues no es muy fácil que se abran en grupo, porque justamente no saben el día de mañana si se van a pelear con aquella, con esta, y van a usar la información que ellas compartieron en un momento vulnerable y las van a agredir. Eine, die einen super Zugang zu den Frauen hat, ist Mina, weil sie so viel Zeit mit ihnen verbringt. Minas Mutter ist Spanierin. Mina ist spanischsprachig aufgewachsen. Sie ist den ganzen Tag am Rödeln hier, gießt Blumen, gibt Medikamente aus, hilft beim Kochen und immer wieder kommen die Bewohnerinnen mit ihren Anliegen auf sie zu. Dadurch, dass ich auch kreative Sachen mit denen mache, kommt man da auch oft mehr zu sprechen, glaube ich. Und dann öffnen die sich und dann saßen die hier so im Kreis oft und haben mir halt so Geschichten erzählt oder was sie gemacht haben. Und ich habe nicht mal richtig nachgefragt, aber die reden auch selbst immer ganz gern drüber und sind sehr offen über das Thema und es ist halt auch sehr interessant und dann höre ich auch gern zu. Und gern, ich weiß nicht wieso, aber mit mir haben sie sehr gern über ihre Vergewaltigung so geredet. Aber die nehmen das so sehr leicht zu Herzen. Und das hat mich oft am Anfang erschreckt. Aber es ist irgendwie halt für sie sehr normal oder normalisiert. Die mexikanische Gesellschaft gilt generell als sehr frauenfeindlich. Viel zitiert wird die Zahl der Frauenmorde. In Mexiko sind es laut Amnesty International täglich 11, die registriert werden. In Deutschland ist es eine Frau alle 3 Tage. Hier im Casa Xochiquetzal sprechen die Frauen zwar nicht den ganzen Tag über die traumatischen Erlebnisse aus ihrem Leben als Prostituierte, aber Norma gibt einen Einblick in das, was sie durchgemacht hat.
hubo muchas ocasiones en que fui golpeada, ultrajada, maltratada, o sea, todo. Porque sí, sí llega a pasar todo eso. Es muy, muy deprimente porque, bueno, si uno trabaja, pero si llega un momento que diga, no, ya no, esto. Pero el hombre, no, lo hace a fuerzas, porque no, pues me gusta, sí, No, pero mira, mejor otro día algo. No, mira que... Así llegó a pasar en muchas ocasiones. In Mexiko bleiben viele Gewalttaten und auch Morde unaufgeklärt. Oftmals scheint es, als ob die Öffentlichkeit und die Behörden kaum kümmert, was mit den Schwächsten geschieht. Im September 2016 aber machte ein Fall Schlagzeilen. Der Mord an der Sexarbeiterin Paola Buenrostro, mitten in Mexiko-Stadt. Es gibt Videoaufnahmen, die viral gingen und schwer zu ertragen sind. Der Rettungswagen kam zu spät. Paola Buenrostro wurde von einem Kunden erschossen. Sie war Prostituierte und eine Transfrau und damit umso mehr eine Zielscheibe von Hass und Gewalt. Der Täter wurde nicht verurteilt. Lucia und Estrella, zwei Transfrauen, die früher auch als Prostituierte gearbeitet haben, bringen mich zu dem Ort, an dem Paola ermordet wurde. Ich war forcejeando con el tipo para que le pagara un servicio, porque el hombre ya había hecho de sus cosas con ella y no le quería pagar. Y ella nada más exigió su pago, el cual el tipo pues sacó su pistola y le dijo, pues aquí está tu pago, y le disparó. Y aquí en el ámbito sexual, desgraciadamente no estamos protegidas. Lo tenían ahí y lo dejaron ir libremente, ¿no? Por la cuestión de los policías, de sabemos cómo se maneja aquí en la Ciudad de México. Nach dem Mord hat sich eine Initiative gegründet, die sich um die Prostituierten auf der Straße kümmert. Lucia und Estrella verteilen Hygienetücher, Seife und Kondome. Yo también estuve en situación de calle y también fui una trabajadora sexual, pero pues el alcohol y las drogas me envolvieron. Die Hygieneartikel hier sind ein erster Versuch, die Situation der Prostituierten zu verbessern. Aber die beiden wissen aus eigener Erfahrung, dass es mehr braucht, um den Kreislauf aus Drogen, Geldnot, Prostitution zu entkommen. Tengo 3 años en abstinencia total y ahorita pues estoy estudiando. In den Bergen am Stadtrand von Mexico City haben die beiden ihre ersten Schritte in ein anderes Leben gemacht. Im Casa Paola Buenrostro, benannt nach der ermordeten Transprostituierten. Hier finden Transfrauen, die der Prostitution entkommen wollen, eine Zuflucht, Schutz. Die Bedingung, keine Drogen. Und die ersten Monate dürfen sie das Haus nicht verlassen. Außerdem gibt es täglich Programm, Meditationsworkshops, Bildungsangebote und Sport. Ich lerne Perla kennen. Sie erzählt mir, wie sie auch schon als Jugendliche in die Prostitution geraten ist und dadurch in die Drogensucht. Pues yo teniendo 15 años, el señor ya era mucho mayor que yo. Yo me acuerdo que fueron en ese momento 3,000 pesos, ¿no? Es que yo vi dinero. Dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Si con esto puedo ayudar un poco a mi familia. La parte mala de la historia es cuando vengo a conocer lo que es la cocaína. Y desde que la probé, o sea, ya no la dejé. Sie hat ihre Kunden gebeten, ihr das Kokain zu kaufen. Diesen Deal sind so gut wie alle eingegangen, erzählt sie. Jetzt will Perla neu starten. Erst in ein paar Monaten wird sie das Haus verlassen dürfen. Me encantaría el día de mañana tener una pareja estable. Me encantaría tener estabilidad emocional y económica. ¿Y en qué quieres trabajar? Pues realmente tengo muchas cosas, hasta ganas de poner un bar, pero un bar, no sé, un bar así que se vea, no sé, tengo muchas ideas, ¿no? Wie die meisten, mit denen ich hier geredet habe, hat Perla schon als Minderjährige ihre ersten Kunden gehabt und bis heute keine andere Arbeitsumgebung als das Nachtleben richtig kennengelernt.
In Deutschland diskutieren wir über den richtigen Begriff, Sexarbeiterin oder Prostituierte, und ob man diesen Beruf selbstbestimmt ausführen kann. Auf diese Fragen würde hier niemand kommen, denn was ich hier gehört und gesehen habe, sind Geschichten von Erniedrigung, Gewalt, Schutzlosigkeit. Alles andere als ein normaler Job. Hier unten findet ihr unseren Film Inside Findem, kann man als Geldherrin reich werden, verlinkt. Und mich würde jetzt interessieren, ob ihr euch so ein Altenheim für ehemalige Sexarbeiterinnen auch in Deutschland wünschen würdet.